Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Viele von euch haben mich gerade über Instagram schon gefragt, was ich denn schon für Ausrüstung für den Q habe, was ich vielleicht schon irgendwie gekauft habe. Und ja, heute möchte ich euch den ersten Teil davon zeigen. Das hat zwei Teile, weil einiges doch noch unterwegs ist, worauf ich noch warte, was ich bestellt habe. Und deshalb, ja, teile ich das so ein bisschen auf. Ich habe natürlich am Anfang auch Leute gefragt, die auch gerade junge Pferde ausgebildet haben oder heute auch wirklich von ganz vorne angefangen haben. Was brauche ich denn? Und eigentlich ist es ja richtig, eigentlich braucht man normalerweise nicht viel, weil am Anfang benötigt man gar nicht so viele Ausrüstung. Aber dennoch ist es ja so, man möchte ja trotzdem dann doch das ein oder andere haben. Oder ob man es jetzt brauchen kann oder nicht, das ist das andere. ja, und deshalb hat sich jetzt schon ein bisschen was angesammelt. Wie gesagt, einiges ist noch auf dem Postweg unterwegs zu mir, was ich bestellt habe. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt lange drum herum rede, fangen wir einfach an. Schauen wir uns das erste Teil an. Was braucht man natürlich als allererstes? Ein Halfter. Ne? Und das Halfter, das ist jetzt auch nicht neu, weil der eine oder andere wird es gesehen haben. Das ist das Halfter, was der Toto auf der Equitana letztes Jahr in seiner Shopping-Challenge erstanden hat. Ich habe allerdings die Befürchtung, dadurch, dass das Vollblut ist, weil der Kleine ja letztes Jahr noch einen kleineren Kopf hatte, dass das vielleicht eng werden könnte. Aber da der Ruby Gott sei Dank wirklich genug Halfter besitzt, wird er dann einfach vom Ruby erstmal einen Halfter bekommen. Also da habe ich jetzt zwar noch keins rausgesucht, aber da werde ich jetzt auch nicht exklusiv nochmal irgendwie eins kaufen. Also das ist aktuell das Halfter. Da ist sogar so eine kleine Soul Horse Marke dran, die ich mal machen lassen habe. Ich muss mal gucken, ob ich euch das zeigen kann, ob das scharf stellt. Vielleicht kann man es jetzt so erkennen, keine Ahnung. Da steht nämlich drauf, Dressur Ü-Ei für Überraschungsei. Da wir ja immer noch nicht wissen, wie, was, wo es mit dem Kleinen vorangeht. Dazu habe ich hier nochmal so einen extra langen Strick fürs Halfter mir auch geholt, beziehungsweise den habe ich von der Dummy bekommen sogar. Da ist hinten auch nochmal so ein kleines Lederteilchen dran. Also das ist so ein bisschen ja in die Richtung Bodenarbeit, aber trotzdem eigentlich kein Bodenarbeitsseil, weil es ja einen Karabiner hat. Aber eben halt einfach ein verlängerter Strick zum Führen. Und für alle Sicherheiten habe ich mir nochmal eine Führkette bestellt. Ob ich die brauche, weiß ich nicht. Ich hoffe es natürlich nicht, dass ich sie brauche und dass sie einfach so bei mir irgendwann im Schrank vergammelt. Dann dadurch, dass der Q hier an einem anderen Stall steht und ich jetzt, beim Ruby habe ich ja super praktisch so eine Tasche vor der Box. Das habe ich beim Kleinen natürlich jetzt erstmal nicht, aber der braucht ja eigentlich auch noch nicht erstmal so viel Zeug. Der Ruby braucht eigentlich auch nicht so viel Zeug, aber der hat halt einfach so viel Zeug. Habe ich so eine Kette bestellt. Das kann man auch mit hier so Karabinern und so an dem Box festmachen. Und dann hat man das quasi so vor der Box hängen und dann kann man da wenigstens mal so Decken und so Zeug drüber hängen. Das fand ich ganz praktisch. Und ja, deshalb musst du das unbedingt mit. Dann natürlich nicht zu vergessen, eine Packung Leckerli. Die habe ich von Rider Steel bekommen. Auch wenn ich nicht so der Leckerli-Freund bin, aber sie gehören ja trotzdem irgendwo mit dazu. Zwar geht's weiter. Ja, auch wichtig, daran habe ich zum Beispiel gar nicht gedacht. Und das hat mir auch jemand empfohlen. Es war der Simon vom Ben Kingsley. Hat mir das empfohlen. Sprungglocken, habe ich gar nicht dran gedacht. Damit die kleinen Viecher sich da nicht immer die gleichen Füße kaputt treten, habe ich jetzt einfach mal ein paar Sprungglocken gekauft. Da ich überhaupt nicht weiß, welche Größe der Kleine hat, habe ich jetzt mal L bestellt. Ich könnten fast zu groß sein, weil der hat eigentlich gar nicht so riesen Füße. Der Ruby hat ja irgendwie, keine Ahnung, eigentlich gar nicht so große Hufe, aber er hat irgendwie trotzdem riesen Füße, weil der Ruby trägt nämlich XL. Ja. Damit wir dann auch schön unterwegs sind, gibt es dann nochmal ein passendes Set weiße Bandagen. Und habe hier auch nochmal meine Lieblingsgamaschen in der Farbe Weiß für den Q. Ganz neu, auch von Rider Steel. Damit er dann auch irgendwann seine Beine schützen kann. Ganz wichtiges Thema natürlich auch Putzzeug. Es ist ja wirklich so, dadurch, dass ich ja wirklich beide Pferde nicht in einem Stall habe, brauche ich manches halt eben doppelt, weil eigentlich der Ruby hat zum Beispiel genug Gamaschen, aber die mag ich halt sehr gern beim Ruby, weil ich es auch so ein bisschen abgestimmt habe mit dem Outfits. Ich könnte natürlich auch etwas an ihm abgeben, tue mich dann noch ein bisschen schwer, ich kann mich dann immer so schwer entscheiden, was, wie, das wird einfach wahrscheinlich kommen, wenn das dann soweit ist.
Ja, aber ein paar grundsätzliche Sachen brauchen halt Pferde. Also wenn man zwei Pferde hat, braucht man auch zweimal. Dafür gehört für mich Putzzeug unbedingt dazu. Jedes Pferd braucht sein eigenes Putzzeug. Jetzt habe ich hier so einen endgeilen Putzkasten von Unicorse in Rose Gold. Ist der nicht mehr geil? Von der Farbe. Den fand ich wirklich sehr cool. Und da ist natürlich auch schon Inhalt drin. Da kann ich mit euch jetzt einmal gleich mal reingucken. Ich habe hier Schwamm, ganz wichtig. Dann habe ich hier auch noch von Rider Steel auch noch so einen Glücksbringer, den ich bekommen habe. Der liegt noch im Putzkasten drin. Da müssen wir noch gucken, wo wir den dran machen. Genau, Hufkratzer und sowas, das ist ja euch beläufig. Das brauche ich ja euch nicht zeigen. Dann habe ich Pflegemittel, habe ich jetzt aktuell hier drin von Stübben. Das Schweißspray, was ich auch schon seit Jahren bei Ruby verwende und echt happy bin. Dann habe ich ein Mikrofasertuch, ein Fuminator. Dann haben wir natürlich jede Menge Bürsten. Jetzt ist mir die eine gerade hier weggerutscht. Ganz wichtig, Hufwaschbürste, damit wir mal die Hufe dann irgendwann mal befreien können. Genauso, das fand ich total geil. Das hat mir die liebe Carmen von Haas auf der Spoga gegeben. Und zwar habe ich mich gesagt, dass mein Kleiner ja so verdreckt ist. Wobei mittlerweile ist er ja Gott sei Dank nicht mehr so verdreckt. Ich glaube, der ganze Regen hat es runtergewaschen. Und dann hat sie mir so eine Fohlenbürste mitgegeben. Das ist total geil, weil diese Pinöppelchen hier auf der Seite, die sind super weich. Und dann hat man hier auch nochmal so einen weichen. Oh, staubt schon vom. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Staub von zu Hause rumliegen schon. Ob es bei uns staubt, kann. Man weiß es nicht. Total lustig. Also, ich finde die total geil. Auch die Farbe. Also, da bin ich gespannt, was der Q da sagt zu. Und ich denke, da werden wir gut das Zeug runterbekommen. Ja, und ansonsten natürlich auf jeden Fall Bürsten, ne? Also ich habe hier eine Mähnenbürste, auch von Haas. Das ist ganz cool bei der, weil die ist nämlich, die hat so einen Kokoszusatz, dass das nämlich die Haare auch gleichzeitig pflegt. Total interessant. Das hatte ich auch auf der Spoga schon gesehen. Und freue mich, das beim Q dann testen zu dürfen. Dann hier auch nochmal die Noir, also auch so eine ganz weiche Bürste. Striegel. Normale Kadätsche. Also ihr seht, ich bin Haas komplett treu geblieben. Eine lange Mähnenbürste mit längeren Borsten, die ja so ein bisschen, also im Gegensatz zum Beispiel jetzt bei der Noir, ist die ist super weich. Und die sind halt ein bisschen fester. Jetzt nicht so fest wie eine Wurzelbürste, sonst da müssten sie auch kürzer für sein. Aber das ist eigentlich wirklich nochmal, also ein Unterschied auch, wenn sie gleich aussehen. Die Capriola auch nochmal eine Kadätsche. Und mein absolute Lieblingsbürste natürlich. Die Diva, die mit dem mattes Lammfell und dann diese Bürsten außenrum noch, die habe ich ja auch für einen Ruby. Ich liebe sie. Ihr seht, alles schön klassisch in Schwarz gehalten. Das war's ja. Genau. Also ein sehr geiles Set. Ich finde das gerade in dem Schwarz total edel. Also das hat Ruby nicht. Ruby ist ein bisschen kunterbunt. Q ist in der Hinsicht einfach ein bisschen schicker unterwegs, um es jetzt mal so zu sagen. Und. Genau, ja, Hufkratzer, wie gesagt, noch. Und ansonsten haben wir jetzt da noch nicht mehr drin. Das ist ja eigentlich auch genug. Der Ruby besitzt tatsächlich noch das eine oder andere mehr, aber das wird sich alles über die Zeit noch geben. Dann sind wir beim Thema Longieren. Der eine oder andere wird mitbekommen haben, dass ich ja mit dem Ruby einen Longierkurs bei uns mal gemacht habe. Also bei uns am Stall wurde ein Longierabzeichen angeboten, wo ich jetzt zwar bei der Prüfung aus organisatorischen Gründen leider nicht mitmachen konnte, aber ich habe halt eben die Praxis- und die Theorieeinheit auch mitgenommen und habe mir dafür jetzt auch endlich mal wieder einen Longiergurt gekauft, weil ich habe ja jahrelang am Kappzaun longiert. Ich longiere auch immer noch am Kappzaun, aber ich finde es tatsächlich eine gute Ergänzung, auch mal mit Longiergurt und Hilfszügeln zu longieren. Und ja, da habe ich mir einen gekauft. Und zwar war ich ja auch lange hin und her und gerissen, was für einen Gurt nimmst du? Nimmst du einen Ledergurt, nimmst du einen Nylongurt oder sonstiges? Ich habe mich jetzt hier für einen Ledergurt entschieden und zwar ist der von Busse. Passend zu der, also Busse, aber die Unterabteilung Sulibell. So, Entschuldigung. Das ist passend auch zu meinem Kappzaun, der ist auch davon. Der hat nämlich super schöne, viele Ringe und der hat eigentlich auch die unten, die habe ich mir jetzt in der Tasche noch so. Nochmal so ein extra Ring unten, die unten so eingeschoben werden kann an den Gurtstrupfen. Und ich mag den super gerne. Ruby kommt damit echt sehr, sehr gut klar. Und als Unterlage habe ich hier einmal in dunkelblau. Die sieht so aus. Das kommt quasi nach vorne, damit die dann hier nach hinten rutschen kann. Ihr seht, weil die hat jetzt hier keine weiteren Dinge. Und die ist, was ich ganz cool finde. Ich gucke mal, ob man das irgendwie sieht, wenn man das hier so drückt.
Also die ist so ein bisschen formstabil. Also die nimmt so die Form an, ne, auch vom Gurt und alles und sitzt damit ein bisschen angenehmer am Pferd. Die habe ich in dunkelblau und die habe ich auch in weiß. Und Ruby und Cute werden sich die jetzt erstmal teilen. Auch den Gurt, müssen wir jetzt einfach mal gucken. Wenn der Cue dann soweit ist, dass wir den anlongieren, dann werde ich halt dann Ruby in der Zeit weniger mit Gurt longieren und dann werden wir gucken, wie das geht. Vielleicht kaufe ich mir auch nochmal irgendwann einen zweiten. Mal schauen. Genau, und dann das letzte Stück dann für heute in dem Video sind das Thema Hilfszüge. Welche Hilfszüge? Genau, ich habe lange überlegt. Also Dreieckszüge fallen bei mir halt einfach raus. War überhaupt nicht bei mir zur Auswahl gestanden. Ich habe eigentlich nur hin und her überlegt zwischen dem Lauferzügel und dem Ausbindezügel und habe mich dann für den Lauferzügel entschieden. Hat unter anderem den Grund, dass er erstmal sehr flexibel zum Einstellen ist. Also ich kann ihn als Dreiecken auch verschnallen. Ich kann hoch, ich kann tief schnallen. Also ich bin da sehr variabel. Und was halt für mich wichtig war mit dem reinen Ausbindezügel, finde ich halt, hat man immer so eine starre Verbindung ans Gebiss, ne? Also dadurch, dass der Lauferzügel, also dass die Dinger, ja, hier ist es als Seilstück, sonst ist es manchmal auch als Lederstück, ja, so flexibel durchs Gebiss gleiten, hat man nicht immer so diesen Dauerzug drauf. Also ich finde, das ist einfach sehr angenehmer fürs Pferdemaul und die Pferde lernen auch damit, sich da nicht so drauf zu knallen. Also, dass sie sich so aufs Gebiss drauflegen. Genau, aus dem Grund habe ich mich quasi für die Lauferzügel entschieden. Also das ist jetzt einer, der andere liegt jetzt noch da unten irgendwo rum. Das dazu meine Erklärung, warum, weshalb, wieso. Ja, und damit sind wir eigentlich schon vom ersten Teil am Ende. Ich hoffe, dass das Zeug, was ich alles bestellt habe, noch dann in der kommenden Woche irgendwie jetzt alles aufschlägt, damit ich euch dann noch rechtzeitig den Rest zeigen kann, bevor der Kleine nach Hause kommt. Also ich hoffe es, weil dann habe ich endlich auch alles erstmal für mich parat, was ich haben will. Was ich denke, was ich brauche. Wahrscheinlich werde ich genau das irgendwie, was ich dann brauche, am ersten Tag oder so gar nicht da haben, weil ich nicht dran gedacht habe. Wir werden sehen. Ja, und deshalb sage ich also hier an der Stelle erstmal vielen Dank wieder fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao, meine Lieben.